Wir machen heute einen der beliebtesten Paracord-Knoten, den Basic Cobra. Ihr braucht dazu Paracord, Klickverschluss und D-Ring, eine Befestigung, ein Feuerzeug, eine Schere und eine Paracord-Nadel. Zuerst braucht ihr die Basis 1. Wie das geht, klickt dazu einfach oben. Ihr startet mit dem Cobra-Knoten, indem ihr rechts eine Schlaufe über die mittleren Schnüre legt. Die linke Schnur kommt über die mit der Schlaufe. Die zieht ihr dann unter allen Schnüren durch und in der Schlaufe wieder nach oben. Das Ganze soll aussehen wie eine kleine Breze. Dann könnt ihr euren ersten Knoten festziehen. Weiter geht's! Diesmal legen wir mit der linken Seite eine Schlaufe. Die rechte Schnur geht dann unter allem durch und in der Schlaufe wieder nach oben. Dann legen wir mit der rechten Schnur wieder eine Schlaufe. Dann wieder mit der linken und immer so weiter. Falls ihr mal nicht mehr wisst, welche Seite gerade dran ist, dann schaut, auf welcher Seite sich die Schlaufe im Knoten befindet. Das ist dann auch die Seite, mit der ihr die nächste Schlaufe legt. Wenn ihr fast am Ende seid, dann testet mal kurz, ob das Halsband passt. Mit der Schlaufe in der Basis habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, das Halsband etwas weiter oder enger zu machen. Dann knüpft ihr da einfach drüber bis zum Ende. Schneidet die Paracord-Enden ab und schraubt sie auf eine Paracord-Nadel. So lassen sie sich auf der Rückseite gut ins Knüpfmuster einarbeiten. Dann einfach abschneiden und veröden. Sieht cool aus, hä? Prima.